So, liebe Leute, welcome back. Euer Vermerken ist wieder am Mikrofon hier bei Motorsport Manager Predator Racing Group vom Allerfeinsten. Wir legen los und machen fleißig weiter. Letzte Rennen war ja, ja, wie soll man sagen, durchwachsen. Durchwachsen war es, aber wir sind ja noch am Anfang der Saison. Ich bin da noch ganz zuversichtlich, dass wir noch den ein oder anderen Erfolg feiern werden. So, eine beeindruckende Rundenzeit von 1,39 Cooper, okay. Update zum Fahrzeugzustand ist schon wesentlich besser als im ersten Rennen, wenn ich mir das mal angeschaut habe. Oder ihr habt es ja auch gesehen, was wir da für Ergebnisse hatten. Ich glaube, da waren es 89%, oder? Und dann Durchschnitt. Okay. Der russische Pilot, alles klar, das ist soweit in Ordnung. Der Wagen, wie sieht's denn aus? Wir haben 98 Tacken. Wir gucken mal, die sind beschäftigt mit den Reparaturen. Es hieße ja auch, ich kann viel mehr Geld ausgeben, ich wäre zu sparsam, ich könnte viel weiter ins Minus gehen und solche Geschichten, aber ich bin da ganz ehrlich, lieber ein bisschen substanziell sinnvoller als den schnellen Erfolg und dann kommt hintenrum nichts bei raus. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir das Headquarter ausgebaut haben, muss ich echt sagen. Ich finde, das ist hinaus, glaube ich, kann uns das nochmal einen ordentlichen Schub bringen. Okay, gut, das soll ja auch ein bisschen länger gehen, das muss ja nicht sofort der Sieg her, sondern man tastet sich ja auch so langsam ran. Das ist jetzt meine zweite Saison, ein paar Sachen muss man dazulernen, das ist klar. Aber ich sehe jetzt so im Groben noch nicht das Problem, dafür, dass wir wirklich in der ersten Saison mit dem beschissensten Auto unterwegs waren. Oder hier können wir nichts machen. Wird ausgebaut, anzeigen, dauert noch. Wird verbessert, okay, alles klar. Okay, und neue Gebäude. Da ist jetzt kein Punkt. Das wäre einfach nur hier. Das Wetterzentrum wäre halt geil, ne? Ihre auswärtige Operationsbasis liefert bessere Wettervorhersagen und erlaubt es, Witterungsänderungen früher vorauszusehen. Was natürlich super wertvoll ist, ne? Fürs Rennen. Gut, in Ordnung. Wir machen mal fleißig weiter. Peking, Rennveranstaltungen werden durchgeführt. Das ist wieder die Formel 1. So nenne ich es mal. Und dann wollen wir mal, gut, dass unser Wagen halt so grottig ist, ist halt schade. Aber vielleicht können wir den noch ein bisschen anheben, ich bin da echt zuversichtlich. Mit den nächsten Einnahmen vielleicht. Neues Teil entwickeln. Ich gucke mir nochmal die Teile an. Teile verbessern. Wir gucken mal jetzt einfach mal bei Raphael, wir machen mal ein Auto fertig, so. 47, 150, das sind halt alles wirklich schwache Werte. Ein bisschen in Richtung Ausdauer müssten wir hier gehen. Zuverlässigkeit. Und bei ihr haben wir jetzt Zuverlässigkeit erhöht. Oh, das sieht schon wesentlich besser aus, ne? Ja, nehme ich aber mal raus. Ich würde ganz gerne bei ihm noch ein bisschen dran arbeiten, dass hier die Geschichte, das Getriebe ein bisschen länger hält. Weil von den Werten her ist das ja nicht wesentlich schlechter. Aber es ist halt das A und O, an dem Bereich zu arbeiten. So. Zumindest einen Teil kriegen wir da fertig. Machen wir es so, ne? Okay, neues Teil entwickeln. Wo haben wir das größte Manko? Ich würde sagen, im Bereich Getriebe ist wirklich mit Abstand das Schlechteste. Okay. Uiui. Ich traue mich gar nicht, das Geld auszugeben. Aber wir nehmen nochmal ein bisschen Geld in die Hand, damit wir mal ein bisschen vorwärts kommen. Ich bin da ganz zuversichtlich, dass wir mit dem nächsten Geschichten schon ein bisschen weiterkommen. Beschleunigung plus 20. Wir könnten aber auch den Zuverlässigkeitsbereich nehmen. Was ich an und für sich nicht schlecht finde fürs nächste, weil die Leistung ja auch schon angehoben wird. Da kommen wir nämlich von, oder hier haben wir schon 70. Und dann mit der Forschung ging auch noch ein bisschen weiter, ne? Wahnsinn. Klar, was uns hier angezeigt wird, in dem Hauptmenü, ich gehe aber die zuverlässige Geschichte. Was uns hier angezeigt wird, Gesamtfahrzeug, das ist die Leistung. Das ist definitiv die Leistung und nicht das Durchhaltevermögen. Gut, okay Leute, komm, lass uns reingehen. Wir gucken mal, dass wir das Rennen zurechtschrauben. Oh, das Ding ist fertig. Das Headquarter. Nice. Was heißt denn das jetzt für uns? Kann ich mal die Nachrichten checken? Headquarter, was haben wir jetzt mehr? Also wir sind schon über dem Durchschnitt, was das angeht. Guckt mal. Zum Glück kostet das Zeug kein Unterhalt, ne? Sonst hätten wir ja wahrscheinlich ein Problem, wenn wir es gar nicht Unterhalt bezahlen könnten. Jetzt fehlt noch die Fabrik. Dann die Leistungsabteilung. Ajo, da sind wir halt richtig schlecht. Und eben Mitarbeiter und Marke. Leistung, das hier, das bräuchten wir. 15 Millionen.
Unter Gebäude erweitern kostet mich das 15, 8, 7. Gibt es nicht hier irgendwas mit Leistung? Oh, doch, klar, auch günstiger. Guck mal. Hier gibt es zum Beispiel was für 4,5 Millionen, den Simulator. Schaffen wir das ja noch, definitiv. Bin ich zuversichtlich. Okay. Ich würde sagen, wir peitschen mal Richtung Antwort erforderlich. Guten Tag, Boy. Möchten Sie Gelegenheit wahrnehmen, sich zur Streckenabstimmung in der kommenden Woche zu äußern? Ja. Bei der GMA-Versammlung nächste Woche geht es in Sachen Peking um die Wurst. Wie stehen Sie dazu? Ja, ich hätte auch nichts dagegen, oder? Denke ich mal, ist doch nicht schlecht, ein neues Rennen. Das ist eine sehr kategorische Antwort. Sind Sie überzeugt, dass der Aufnahme von Peking Ihnen bei Predator Racing Vorteile einbringen wird? Weiß ich ja nicht. Woher soll ich das wissen? Was macht's einen Unterschied, wo wir fahren? Ist vollkommen wurscht. Das sage ich, ja. Uns helfen bin kein Prophet, aber ich denke, dass uns das weiterhelfen wird. Pff, weiß ich doch nicht. Woher soll ich das wissen? Ist eine neue Strecke ist doch vorteilhaft für uns, oder? Wenn die keiner kennt? Okay. So, erste Versammlung der Global Motorsport Association. Alles klar. Ach, da kommt die Abstimmung, kommt jetzt. Scouting. Ja, das ist ja uns momentan egal. Scouting ist ja momentan nicht wichtig. Das können wir die ganze Saison eigentlich über den Jordan werfen, oder? Also was willst du denn die ganze Zeit scouten? Du willst ja mal 2-3 Jahre mit den Fahrern arbeiten, damit du auch von den Entwicklungen, die halt eben bei dir haben, dass du davon profitierst, ne? Okay, das wollte ich nicht. Ich wollte hier Antwort erforderlich, politisches. Okay. Ein neues Rennen in Peking wird dem Kalender hinzugefügt. Diese Regeländerung ist vorteilhaft für Teams, die in Peking wahrscheinlich gut sind. Sind wir anscheinend. Also sag ich doch. Gut, dann bin ich dafür. Weiß nicht, warum wir da gut sein sollen. Gucken wir uns mal das Ende an. Jo, alles klar. Also bis jetzt wurden alle Dinger, die wir haben wollten, wurden durchgesetzt. Ne? Da müssten wir bald einen extra Bonus kriegen auf Politik. Eine extra Stimme. Okay, alles klar. Wird ab Saison 2018 gültig. Cool. Okay. Ja, da freue ich mich. Doha. Jetzt geht's los. Ich nehme mal einen Schluck Kaffee. Der ist so heiß. Uiuiui. So, Regelübersicht. Das ist nicht so wichtig. Bau von Getriebe abgeschlossen. Das müssen wir uns mal anschauen. Müssen wir aber erst entwickeln, nehme ich an, ne? Okay, also einbauen würde ich es noch nicht wollen. Aber wir können es ja eigentlich bei ihr einbauen. Guck mal, ihr Ding ist doch richtig shitty. Was ist, wenn ich bei ihr das neue Getriebe einbaue? Super Leistung. Weil das hat ja einen größeren Zuverlässigkeitsanteil als das Getriebe. Mache ich auch. Ich baue es bei ihr mal ein. Jetzt ist sie auch zufrieden. Ah, schau an. Und sie kann es ja schon mal gleich testen, dann werden wir ja sehen. Sie ist unsere Testfahrerin für neue Teile. Ist das sau gut? Passt doch. Dann können wir es bei ihr dann optimieren und ihn dann einbauen, wenn es darum geht. So, wir lassen gerade Arbeiten an unserem Datenzentrum Netzwerk durchführen und die Fachleute sagen, dass unser Datenspeicher etwas veraltet ist. Und das kostet uns 500.000, eine halbe Million. Das wird schon. Haben wir jetzt nicht. Müssen mal ignorieren. So. World Motorsport? Wir sind gar nicht dabei. Das ist ja Asia. Das ist ja gar nicht unser Rennen. Doha. Blödsinn. Wo ist denn unser? Wir sind in Mailand wieder. Da waren wir schon mal. In Mailand waren wir schon mal unterwegs. Okay. Jetzt geht's um die Wurst. Alles klar. Scouting, Leistungsverbesserung abgeschlossen. Teile verbessern. So, was Leistung angeht, haben wir bei ihm nichts mehr. Oh, die sind jetzt auf guten Wert. 73%. Also er kann definitiv durchfahren. Unser Rodriguez und Ines Santa Anna, da würde ich ja schon mal ganz gerne die Geschichte noch mit reinnehmen. Ne, dass wir da noch ein bisschen... Und dann nehmen wir bei ihm mal die Getriebegeschichte raus und packen das Getriebe an. Dann machen wir so eine schöne Mischung. Machen wir es so, doch. Es geht hier anscheinend schneller, die Leistung zu pushen. Und dann bauen wir im nächsten Rennen, kriegt er dann das neue Getriebe, ne? Um ein bisschen mehr anzugeben. Sehr schön. Okay. Ja, schaffen wir 6. oder sollen wir auf Nummer sicher gehen? Ah, schaut mal. Wir waren in München 7. Im schwarzen Rennen waren wir 5. Was waren zuerst?
im schwarzen Rennen, sag ich, am schwarzen Meer in Russland. München 7., Russland waren wir 5. Ich würde mir es trauen, 5. zu nehmen. 6. oder besser. Komm, probier mal's. Es soll ja in der Saison über besser werden, nicht schlechter. Von daher bin ich da ganz zuversichtlich. Okay. Das Wichtigste ist für mich heute, dass wir ordentlich pushen, was das Training angeht, ne? Damit wir auch das perfekte Setup haben. Gucken wir doch mal, ob wir das hinkriegen. Wäre natürlich toll. Ist ja nicht immer so einfach, ne? Die kleinen Nuancen zu finden in der kurzen Zeit, finde ich schon schwer. Haben ja letzten 2 Rennen richtig Probleme gehabt. Auf großartig haben wir es getrimmt. Ab und zu ein bisschen besser, aber in der Summe nur großartig. Okay, komm, wir schmeißen die gleich auf die Strecke. Ich guck mir mal an, was hier möglich ist. Was ist denn hier reifentechnisch möglich? Ich bin ja der Meinung, es macht mehr Sinn, wenn wir die, weil, also, ach so, stimmt, genau. Der Reifenverschleiß im letzten Rennen war ja extrem. Deswegen gehe ich heute mal sicherheitshalber auf die Medium-Variante, dass wir mit dem härteren, mit der härteren Mischung wesentlich besser aktiv sind. Das war meine Erkenntnis aus dem letzten Rennen. Oh Gottes Willen. Wo sollen wir denn hier hin? Ich bringe ihr das mal. So. Aber Abtrieb weiß ich jetzt nicht. Werden wir sehen. Bestätigen. Und das gleiche gilt natürlich für ihn. Aber wenn sie schon da hinten hin will. Ich gebe bei ihm auch mal ein bisschen Zunder. Ich mache da auch mal die 63%. Ich glaube, die sind gar nicht so schlecht. Genau, auch Medium. Alles klar, zum Training. Jo, wir werden es ja sehen. Bis jetzt habe ich es ja immer hingekriegt. Das Setting da so auf 96-97%, das war ja immer drin. So, pausiert. Wir gucken kurz. Wetter bleibt erstmal trocken, das ist gut. Wir schicken sie los. Stints, 2 Runden, Renntrim, Mediumreifen, alles klar. Das gleiche gilt für unseren Kollegen. Und Abfahrt. Dann stelle ich beide noch ein, dass sie hier auf Vollgas gehen sollen. Zack, zack. Und dann lassen wir mal laufen, ne? Werden wir es ja sehen. Was wir da rausholen. Ja, kommt er schon gut voran. War so ein bisschen ernüchternd, ne? Aber wenn wir am Ende sind wir auch noch 5. geworden. Ne, wir sind 7. geworden. 5. waren wir im ersten Rennen. 7. waren wir im zweiten Rennen mit Rodriguez. Und im zweiten Rennen ist er ja viel weiter hinten gestartet. Also muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Ich denke, das ist auch in Ordnung. Das sind gute Werte. Im ersten Rennen ist Hunter leider nicht ins Ziel gekommen. Nee, er war weiter hinten. Sie war weiter vorne, oder? Kann das sein? Ich habe es schon wieder vergessen. Guck. Es ist unglaublich. Ich glaube, er war weiter hinten letztes Rennen. Naja, wir werden es ja sehen. Wir werden das, machen das Beste draus. Ist ja schon vorbei, ist ja schon vergessen. Von daher, was hilft's? Sich darüber noch... Oh. Ups. Sich darüber noch Gedanken zu machen, hilft ja nichts. Jetzt fahren sie halt trotzdem noch eine ganze Runde. Scheiße. Jetzt fahre ich eine Runde weiter, ohne Setup einzustellen. Naja. Haben wir ja ansonsten auch immer hingekriegt am Ende, dass wir nochmal eine Runde durchfahren konnten. Oh, er ist Bestzeit gefahren, sehr schön. Er sagt, das ist alles klasse, naja, das ist... Das kann ja nur gut sein. Nehmen wir einen Schluck Kaffee. Das beruhigt mich dann ein bisschen. Oh ja, er fährt 2 Bestzeit. Nee, doch. Nicht schlecht. Gut, Junge, gut. Aber komm trotzdem mal rein. Ich will mir das trotzdem mal angucken, was wir da haben. Also da halt mich doch mal einer fest. Was machen wir mit dem Abtrieb? Wir dürfen jetzt nichts verändern. 94%, nur den Abtrieb noch ein bisschen verbessern. Ich gebe, warte mal, die nutzen. Ich gebe hier mal 0,5 und hier auch 0,5. Jetzt muss ich die anderen Balken natürlich wieder auf Ausgangslage bringen. So, genau.
Reifen bleiben die gleichen. Gleich los. Bei ihr ist es nur ausgezeichnet, da wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Okay, wir brauchen weniger Abtrieb. Doch, nee, war richtig. In die Richtung ist richtig. Ich gebe ihr mal 26 und 16. Und bei Geschwindigkeit müssen wir jetzt nochmal eins drauflegen, so wie es aussieht. 75% Getriebeübersetzung. Sie hat auch ein anderes Getriebe drin, das dürfen wir jetzt nicht vergessen. So. Sie ist aber nur großartig, sie ist ja nicht perfekt. Gleich mal raus. Gleich mal raus. Er war jetzt schon ein bisschen zügiger unterwegs, ne, der Kollege. Also das will ich unbedingt behalten. So, Rodriguez. Wenn er draußen ist, wurde mir ja empfohlen, hier immer auf volle Lotte zu gehen gleich, damit die schneller die Runden peitschen. Gleich auf hereinholen drücken, damit er gar nicht lange rumalbern. So, das gleiche gilt bei ihr. Schön auf Rot. Und auf hereinholen, ne, dass wir gleich die Werte bekommen. Wir haben ja fast schon, in der Runde schaffen wir ja schon Renntrim und Medium 1, nehme ich an. Wetter beobachten, es fängt an zu regnen. Oh, komm, macht Medium noch fertig. Das wäre jetzt eigentlich klasse. Ich würde es ganz gerne riskieren. Ich habe noch 7 Minuten. Mache ich noch eine Runde länger? Weil dann müssen wir auf Medium umsteigen. Wir können jetzt noch... Ich lasse sie durchfahren. Ich lasse sie durchfahren. Er kommt rein, sie fährt durch. Und ich hoffe, dass sie uns die Werte nach oben peitscht. Ist ärgerlich. Ich hoffe aber, dass sie... Wie gesagt, Medium würde ich ganz gerne auf 1 kriegen. Das wäre eigentlich schon perfekt. Haben wir schon fast, ne? Haben wir schon. Okay, dann können wir sie reinholen. Schaffen wir. Sind schon durch, ne? Sind wir jetzt durch oder sind wir nicht durch? Es fängt nämlich an zu regnen. Ich will es jetzt wissen. So, bei ihm muss ich losschicken. Wir sind fast perfekt. Wir sind was? Wir sind bei 98%. Das ist bisher das beste Ergebnis, was ich überhaupt hatte, glaube ich. Ich gebe bei ihm noch... Moment. Auf... Ich gebe ihm noch... 0,1% auf beiden Seiten. Ist es schon nass? Wird jetzt nass. Ich kann ihn auf Intermediates losschicken. Ich weiß jetzt nicht, soll ich sie jetzt reinholen oder was soll ich machen? Sie kommt da vorne, jetzt kann ich immer noch abbrechen. Oder schaffen wir das? Renntrim Stufe 1, okay. Dann kann ich sie reinholen, perfekt. Wunderbar, wunderbar. Sehr schön. Rodriguez fährt schon wieder los. Der ist halt fix unterwegs, ne? Ebenfalls perfekt. Guck mal, was haben wir denn jetzt? Supi. Ich habe bald das Gefühl, dass ich bei ihr noch ein Stückchen zurück kann, oder? Was Abtrieb angeht. Oder soll ich ihr ein bisschen mehr Abtrieb geben? Probieren wir es, ne? Bisschen dran rumschrauben, zack. Ey, super eingestellt. Klasse. So macht das Laune. Oh, stopp, ich muss das ja wieder einstellen. Fast vergessen. Auf hoch, hoch, ne, damit die schneller fahren. Soll ich sie nochmal reinholen? Ja, ne? Ansonsten, also 98% ist schon geil. Da kann man fast schon auf Renntrim 2 kommen. Ich hole ihn aber auch sicherheitshalber rein. Bei ihr gucke ich gleich mal. Wenn wir es schaffen, vielleicht schaffen wir es ja sogar, dass er vorher drin ist. Nee, schaffen wir nicht. Sie war relativ schnell in der Box. Also sie hat die Box schneller geschafft. Sonst hätte ich gesagt, wenn ich ihn jetzt reinhole, dann sehe ich ja seine Werte. Und dann weiß ich ja, was ich einstellen muss. So, er ist zügig. Wir werden es sehen. Da kommt Santa Anna. Ne, er ist nicht früher drin. Ich muss ihn auch reinholen. Hol es ihn noch einmal rein, dann lasse ich sie durchfahren. Zack, fertig ist der Lack. Dann haben wir beide gut eingestellte Autos. Nahezu perfekt, würde ich sagen. Ja, was haben wir jetzt? 99% oder was? Oder ist weniger geworden? Wir gucken mal. Identisch. Ich kann vielleicht noch einen Tick, hä? Jetzt ist es natürlich absolut pimmelige Arbeit, ne?
Jetzt muss ich ihn nochmal reinholen. Ah, will ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich verbessern. Wir gucken mal, was sie sagt. Sie ist perfekt. Ne, 98%, Leute. Ich komme nicht auf 100. Warum denn nicht? Was soll ich jetzt machen? Es ist 98 ist schon Maximum sozusagen. Ich verändere jetzt nichts mehr. Schick sie los. So, wir lassen sie dann mal schön peitschen. Ich werde ja sehen, was er am Ende kriegt mit dem Setup. Wir werden es ja sehen. Wir lassen die jetzt durchfahren, beide. Wir hätten auf Nassreifen gehen müssen, wa? Das schüttet hier. Okay, jetzt geht wieder runter. Alles gut. Dann kriegen wir vielleicht sogar noch Intermediates fertig. Das wäre ja vielleicht fürs Rennen gar nicht so schlecht. Müssen wir mal gucken. Also Renntrim 2 wäre halt klasse, ne? Wir kriegen auf jeden Fall noch eine ganze Runde hin. Diese Runde und dann noch eine von der Zeit. Wenn ich mir die Zeiten mal so anschaue. 1,17 dauert da eine Runde. Best Performance. 1,40 in der schlechtesten. Wenn wir Glück haben, sogar noch zwei Runden. Was ist denn jetzt los? Was bremsen die jetzt hier alle so ab? Was ist das denn für ein Laden? Was ist mit denen denn? Das war jetzt eben blöd. Habt ihr das gesehen, wie die abgebremst haben da? Die haben die Bahn blockiert. Das ist ja ärgerlich. Dann kannst du niemals eine Zeit holen. Wenn er so abbremsen muss. Er baut bald einen Unfall da mit dem Kollegen. Jo, da haben wir ja natürlich auch gar keine Chance. Aber wir kriegen die Zeiten gut hin. Also wir kriegen Renntrim und Intermediate-Bonus auch nochmal. Wissen wir ja nicht, ob wir es brauchen. Müssen wir dann gucken im Rennen. Wenn es anfängt beim Rennen gleich von vorne rein zu regnen, können wir das gleich sofort mitnehmen. Ne? Ist ja perfekt. Oh, was macht er denn? Was macht er denn? Habt ihr das gesehen eben, wie er den Rodriguez abdrängt? Alter Falter. Sehr gut, Jungs und Mädels. Stufe 2 Renntrim. Weltklasse. Richtig gut. Heute bin ich wirklich richtig zufrieden mit dem Training. Richtig zufrieden. Das ist richtig gut gelaufen. Mit Setup und allem drum und dran. Haben jetzt wenig Treibstoff. Lade ich die jetzt mit Rot. Hab durchpeitschen lassen. Aero-Paket fährt sich perfekt, sagt sie. Supi. Ja, ist jetzt eh vorbei. Die Zeit können wir jetzt vorbei, können wir voran pushen. Also für Stufe 3 reicht's noch nicht, aber das ist ja nicht so schlimm. Das ist nicht so schlimm. Bin da vollkommen zufrieden, so wie es gelaufen ist. Richtig gut. Cool wäre es halt, wenn wir diesen Prozentwert noch mitnehmen würden, ne? Den wir auf Stufe 3 dann hätten. Von, also Stufe 2, was ist das? 0,4 vielleicht, ne? Oder Stufe 2,3. Wenn das so angerechnet werden würde, wäre geil. Und nicht nur die vollen Prozent. Okay. Jo, Leute, das haben wir wirklich Weltklasse abgehandelt hier, die Geschichte. Ich will nur mal gucken, wie er jetzt... Das interessiert mich noch, wie sein Setup jetzt beim dritten Versuch war, ob das nochmal ein Ticken besser war. Boah, ist da Wasser auf der Strecke. Er muss schon mit seinen Intermediates ganz langsam machen. Das ist schon richtig unwettermäßig hier. So. Oh, mit Intermediates hat sie bessere Zeiten gefahren als der Typ hier mit Soften. Fällt mir jetzt auch nichts so ein. Das Setup hier Medium, guck mal, 1,21 mit Intermediates. Oder war das noch auf Medium am Anfang? Ja, am Anfang glaube ich, ne? Zweite Runde gleich, ne? War das. Ja, ja. Das ist Blödsinn, was ich jetzt sage. Wir haben zum Schluss Intermediates drauf gehabt. Oder? Mal, guck mal, hier haben die haben ja am Ende auch alle Intermediates und Nassreifen gehabt. Wie sagt man? Normale Slicks halt, ne? Die Starkregenreifen, die Wasserreifen. Also. Hatten die anderen ja auch drauf. Also das heißt, wir haben die Zeiten hier mit den Intermediates gefahren. Interessant. Ich will das nochmal sehen, wie die Konfiguration ist, bevor ich mich verabschiede und in die nächste Folge gehe. Schauen wir doch mal. Dann muss ich doch mal mein Notizblock rausholen. Was sagt denn die Fahrzeugkonfi? Bei ihm will ich wissen, was steht da. 2x98%, ja. Ich komme nicht höher, Leute.
Das war's. Wir sehen uns beim Rennen. Ciao, ciao, euer Bergi.